Ich bin doch nicht verletzt. Dramatische Szenen beim Training des 1. FC Köln. Torhüter Philipp Henke zieht sich beim Mittagstraining eine schlimme Knieverletzung zu. Der Ersatzkeeper schreit vor Schmerzen, hält sich die Hände vors Gesicht und hat Tränen in den Augen. Zwei Notarztwagen fahren auf den Platz und versorgen ihn sofort. Einer, der ebenfalls sofort bei ihm ist, Trainer Steffen Baumgart. Der umarmt den sich vor Schmerzen krümmenden Penke und hat einige tröstende Worte für seine Nummer 2 parat. Der Unfall ist maximal unglücklich. Penke ist bei einer Trainingsaktion über den Deckel, der die Tor-Metallverankerung verschließt, gerutscht. Resultat: eine 15 cm lange Fleischwunde. Glück im Unglück, eine erste MRT-Untersuchung ergibt, dass sich der Torwart keine weiteren Verletzungen zugezogen hat. Wie lange er ausfällt, ist offen.